Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Splatoon 2 Story Mode. Ja, wir kämpfen heute gegen den nächsten Boss. Vorher aktivieren uns jetzt noch unsere zweite Sekundärwaffe, die Curling-Bombe. Nur damit sie noch Bescheid wissen. Oh, und wir gehen jetzt auf nach Zone 3 zum Boss, der hier auf uns wartet. Ja, und dann, ja, sieht das schon recht gut aus. Also wir kommen in großen Schritten, würde ich sagen, dem, ja, dem Ende entgegen, so langsam. Gehen wir hier mit großem Schritten dem Ende entgegen. Ich hoffe mal, dass der Boss ein bisschen angenehmer ist als der letzte und vor allen Dingen als die letzten Level. Weil die letzten Level waren noch recht, ja, wie soll ich das sagen? War noch hier recht, nervig. Na super. Na super, Treffen muss gelernt sein, ne? Na super, das war auf jeden Fall eins super Sache. Vielleicht soll ich auch einfach schießen hier. Ich hab überhaupt nicht so wirklich. Ich glaube, ich sollte mir vielleicht dann doch eher mal hierfür zumindest die Sniper nehmen. So. Dann klappt das, wir das Ganze dann doch wenigstens ein bisschen einfacher. Aber ich will jetzt gegen den Boss mit dem mit der Helmwaffe kämpfen. Oktopressor wieder am Drücker. Ach, ist das der aus Splatoon 1? Wenn ja, dann. Ich glaube, das war sich der erste Boss aus Splatoon 1, glaube ich. Oh, ich soll den Doppler nutzen. Ja, finde ich auch okay. Solange es nicht wieder so nerviges Blättling oder Konzentrator ist, habe ich nichts gegen. Okay, Boss Nummer 3. Octopressor. Und ich glaube, er ist es tatsächlich. Ja, derselbe Boss wie in Splatoon 1. Beziehungsweise auch der erste Boss, den es damals gab. Wie der hier krass intoniert wird, aber ist er eigentlich total ein Schwächling. Außer er kann was Neues, womit ich überhaupt nicht rechne, aber wie gesagt, er ist eigentlich ein. Ja, er ist ein Schwächling, aber gut, darauf war ich nicht vorbereitet, weil das konnte er damals beispielsweise schon mal nicht. Verdammt, ey. Das konnte er nämlich damals beispielsweise nämlich nicht. Ha, aber jetzt falle ich da nicht mehr drauf rein, mein Lieber. So. Das falle ich ja nämlich nicht drauf rein. So. Meine Jüde hier. Gut. Nummer 1 hätten wir. Das war jetzt nicht so schwer, wenn ich darauf vorbereitet gewesen wäre. Oh. Oh, was hast du denn da Feines jetzt geholt? Neue Verpackung, mehr Inhalt. Octopressor Neo. Seine Panzerung ist komplett hinten fest. Okay, die lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Ja, das kann man so sagen. Ah, ich muss, glaube ich, diesen Klettverschluss da kaputt machen. Wow. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja, komm her. Ich will dir deine Schatulle wegmachen. Frag mich, dass du da überhaupt noch atmen kannst dadurch. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Jetzt geht wieder das alte Spielchen los, vermute ich mal. Ach, verdammt, das kann doch nicht sein. Bin ich wahrscheinlich wieder zu langsam. Ja, vielleicht schaffen wir es noch. Oh, okay, gerade nochmal so. Okay. Okay. Ja, gut, er hat dazugelernt tatsächlich. Der Gute, das kann man ihm nicht vorenthalten. Oh. Aha, was soll das hier jetzt? Vom Doppelgesichtigkeit habe ich. Oh Gott. Vor allen Dingen, wie schnell der da auch erstmal kommt. Wobei, das ist vielleicht eine gute Idee, dass ich mich hier verstecke. Ich glaube, da kommt er nämlich nicht hin. Das ist vielleicht eine gute Idee tatsächlich. Ja, bringt mir da leider nichts. Ja, nach hinten. Das ist auch eine gute Taktik. Aber momentan macht er irgendwie gerade gar nichts, was ich gut finde. Oh Gott.
glaube, hätte ich jetzt nicht aufgepasst, hätte er mich jetzt getroffen. Ja, komm her, mein Lieber, komm her. Komm her. Gut, gut, gut. Aber ich muss gestehen, da er nicht jetzt in Splatoon 1 war, ist es ein bisschen schwieriger, immer zu ihm hochzukommen, weil er da immer so Glasplatt noch hat. Aber das, naja. Er hat ein bisschen was anderes gemacht im Gegensatz zu Splatoon 1, aber das war ehrlich gesagt im Gegensatz zum letzten Boss und zum letzten Level ein Witz. Das muss ich jetzt mal ehrlich gestehen. Das war ein Witz, aber okay. Sehr schön. Hätten wir auch dieses Level geschärft und den Zone 3 abgeschlossen. Nummer 4. Ich muss dir erneut danken für alles, was du bisher erreicht hast. Es ist an der Zeit, dass du etwas erfährst. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich dich um Hilfe gebeten habe. Ich habe dir gesagt, dass wir den Riesen Elektrowelt zurückholen müssen. Aber das ist noch nicht alles. Die Wahrheit ist, Aioli, die andere Hälfte der CC Reigns, ist am selben Tag wie der Riesen Elektrowelt verschwunden. Wie? Das hast du gewusst? Na gut. Also jedenfalls bin ich Nummer 2 der neuen Aquamarine und Aioli ist Nummer 1. Dann gibt's noch Nummer 3, gerade unterwegs mit unserem Opa, Captain Kuttelfisch. Die werden allerdings eine Weile weg sein. Und während ich hier als Ersatzkapitän am Ruder war, ist das mit dem Riesenelektrowelt passiert. Tut mir leid, dass ich dir nicht früher davon erzählt habe, aber du warst eine große Hilfe, Nummer 4. Ich weiß, dass wir Aioli finden werden. Hilfst du mir auch weiterhin? Geht weg. Was? Stört da wieder jemand unserem Empfang? Lass das gefälligst, oder Nummer 4 wird dir die Tentakel langziehen. Okay. Wer mag das nur sein? Aber das ist ja mal interessant, dass wir auch Aioli suchen dadurch. Aber das hätte ich echt nicht erwartet, dass wir auch Aioli hier suchen. Aber okay. Ist ja auch mal eine gute Sache. Gut. Weiter zu Level 4. Aber gut, ich will nicht nochmal wieder in das Boss-Level rein. Jedes Mal, wenn man daran nicht denkt, auf ZL zu drücken. Aber okay. So macht man das nämlich und nicht anders. Gut. Ich vermute mal, hier würden wir wieder zurückkommen, vermute ich mal. Aber wir wollen halt in die nächste Welt und deshalb ab geht die Post. Glibber Garnison. Oh, die werden jetzt immer wieder so zerhackstückelter. Mag ich nicht. Mag ich ganz und gar nicht. Ach, Sprungplattform wieder. Coole Sache. Gibt's ja alles Mögliche hier, so langsam, aber sich hier. Ich dachte schon, dass sich da jetzt wieder aufgetan. Okay, ab geht die Suche nach den nächsten Leveln auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass wir schon hier eins haben. In der Tat. Level 16. Das ist sogar das nächste. Dann ab die Post. Intermezzo auf der Bowlingbahn. Bowling hört sich gut an. Bowling finde ich cool. Bowling finde ich eins nice Sache. Setze diese Waffe ein und beschere mir viele, viele Daten. Das finde ich gut. Ich wollte jetzt sowieso mal langsam einsetzen hier wegen dem hier. Ach, die Dinger sind da drin. Ah, okay, verstehe. Oktokugeln, gehst du besser aus dem Weg? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Das habe ich mir auch schon so gedacht, dass es vielleicht besser wäre, da den aus dem Weg zu gehen. Hier kann ich sicher stehen, okay. Warten wir mal eben, bis der hier weg ist. Und dann gehen wir hier schnell weiter. Machen den Ballon kaputt. Heieiei. Und dann sind wir hier erstmal safe, würde ich sagen. Warten wir, war da noch was? Oder ne, da kommen die nur her. Okay, interessant. Interessant, interessant. Ja, das hört echt einfach nicht auf. Warte mal, der kommt hier hin, ne? Ja, war mir klar. War klar, dass er dann auch dahin direkt kommt. Ja, ich hoffe, wir finden die Schriftrolle. Ich hoffe, wir finden die Schriftrolle. Da muss man aufpassen hier. Da muss man echt aufpassen. Wo ist er hin? Okay, keine Ahnung, wo der Gegner jetzt hin ist, aber okay. Soll mir auch recht sein, aber wow, okay.
Ich hoffe, wir haben, wie gesagt, jetzt hier wieder nichts übersehen. Ja, aber okay. Die Oktokugel als Deckung. Ah ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, was wir hier tun müssen. Das ein paar Trottel. Ich schmeiß einfach meine Kugeln, die bleiben da. Einfach stehen. Oh, das war knapp. Das war mal eine knapp, eins knappe Sache. Oh nö. Muss der jetzt schon wieder hierher kommen? Dass du mich jetzt hier schon wieder sehen kannst. Ich bitte dich. Und tschüss, Sikorsky. Immer schön langsam vorarbeiten und dann passt es hier. Aha. Das sah mir nämlich schon so komisch aus. Warum ist da einfach mal so ein Dings da? Wow. Das sah mir nämlich schon so komisch aus hier. Ach, die Ballons, die kann ich auch noch kaputt machen. Wenn ich schon einmal hier bin. Hier Bims. Das war es hier mal wieder anscheinend. Gehen wir auch mal davon aus, wenn wir hier schon das Ding da gefunden haben, dann müssen wir hier weitergehen. Oder dann ist die Schriftrolle woanders. Okay, bisher gefällt mir das Level. Bisher macht mir das weniger Probleme als bei den übrigen. Es kommen immer und immer mehr nicht aufgeben. Die checken auch gar nichts, ne? Ob ich dich da nicht treffe. Halt eben so. Immer wieder Attacke voraus. Ach, der verschiebt sich auch noch. Das ist auch mal heftig. Das verschiebt sich hier auch noch. Wow. Ach, du Heiliger. Wow. Ach, du Heiliger. Jetzt geht's aber ab hier. Uiuiui, jetzt geht's aber ab hier. Autsch. Jetzt geht's aber richtig ab hier. Na komm, der eine Ballon ist mir jetzt egal. Wow. Wow, was war das? Was war das? Bin ich doch so gierig und will den Ballon da haben. Oh, shit. Ja, deswegen wird meine Gier dann auch so deswegen bestraft. Ja, eigentlich wissen müssen. Ich treffe euch schon noch mit der Bombe. Oder ihr fällt einfach runter. Das ist auch okay. Nee, da dürfte nichts sein. Das ist schon krass hier tatsächlich, hier, wenn da so viele von den Dingern kommen. Das ist natürlich schon recht krass, würde ich mal so sagen. Das kann ich hier aber gut hoch. Das wäre jetzt eine gute Idee tatsächlich. Macht die ganze Sache hier natürlich nicht einfach. Und immer gut gucken hier. Ja komm, diesmal nicht gierig sein. Nehmen wir nur die Punkte hier mit. Dann hau ich ab. Ja gut, jetzt hast du gleich noch mit der Bombe versucht, aber egal. Wie gesagt, damit meine Gier nicht schon wieder so bestraft wird. Gut, was... Wohin führt mich das hier? Wir haben schon wieder 14 Minuten. Wow! Ja, die ist riesig. Gut, dass ich es gerade noch gesehen habe. Ich wollte eigentlich schon wieder hochgehen, aber... Ah, guck mal an. Ich kann die noch nicht mal so kaputt machen. Boah, das ist natürlich krass jetzt hier. Das ist natürlich krass jetzt hier, wenn da solche Riesenteile hier kommen. Ich denke, man sollte da gucken, dass man hier auf jeden Fall die ganzen Wände hier einfärbt. Also, die kann man auch kaputt machen. Na gut. Wow, war das knapp. Heieieiei. Da in der Trophäe rieche ich die Schriftrolle.
Boah, wie mache ich das denn jetzt? Das ist übel. Boah, wie mache ich das denn? Vor allem kann ich ihn nicht so treffen. Boah, wie mache ich das denn jetzt? Wie komme ich denn an die Schriftrolle ran? Vor allem geht das einfach mal gar nicht. Boah, wie komme ich denn an die Schriftrolle ran, mal so gefragt. Nee, das geht nicht, das geht nicht. Da kann ich auch nicht springen. Wie komme ich zum Teufel an die Schriftrolle ran? Oder gibt es hier irgendwie noch einen anderen Weg? Das sieht mir nämlich nicht so danach aus, wenn da oben der Checkpoint ist. Kann ich hier eigentlich stehen, wenn die Kugel kommt? Ich will das mal austesten. Okay, ich darf da stehen. Okay. Wow. Heieiei. Ich weiß nicht, wie man es hätte anders machen sollen. Aber okay, ich hab sie. Keine Ahnung, ob das der Weg ist, wie man es machen soll. Einen anderen Weg habe ich jetzt nicht gesehen, wie man das sonst anders hinkriegt. Boah, krass. Krass, würde ich mal sagen. Aber okay. Fahr hier mir nicht runter. Ich muss unbedingt jetzt zum Checkpoint. Nur es gab keine andere Möglichkeit, fand ich jetzt, wie man da sonst hinkommen sollen. Meine Begriffe gab es da keine andere Wahl. So, hier scheint nichts zu sein, außer wieder so ein paar von den Kugeln, die natürlich sehr schnell sind, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich warte jetzt erstmal hier. So kann ich die aber kaputt machen. Okay, interessant. Da kann ich mich ja kurz um Lichter kümmern, da oben. Ach, und da ist der Elektro. Der Elektro-Wels. Heieiei. Krasses Level, aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Ja, das hat reingehauen, das Level. Da muss man so sagen. Ja, reingehauen. Krass. Diese war krass, ja. Sehr schön. Hätten wir auch dieses Level geschafft. Mit allem Pipapo und so. Gesucht Fischereisammler. Keine Berufserfahrung nötig. Alter und Lebenslauf egal. Kinder leicht Geld verdienen. Schnappt ihr einen Freund und bewerbt euch gleich gemeinsam. Das sieht mir aus nach einer kleinen Werbung für den Salmon Run. Den wir auch irgendwann mal bei mir, den man irgendwann bei mir auch sehen kann. Aber gut, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ihr so ist, hoffe ich, schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch mal wieder gefallen hat. Weil der Part war ja doch ein bisschen skilliger mal, im Gegensatz zu den letzten Parts. Und hier hätten wir Level 17. Na, nur, da will ich noch nicht hin. Ich will erstmal noch zu Level... Das war knapp. Level... Warte mal, doch, das... Nee, das ist es doch. Das ist doch das nächste Level. Ja gut, dann gehen wir im nächsten Part in dieses Level rein. Was das ist, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann und tschüss, euer Jake.